Jo, ein wunderschön. Tatsächlich doch. Doom Eternal. Mal wieder. Ne? Da waren wir vor diesem komischen Schriftzug, wo da irgendwas mit Portal stand. Keine Ahnung mehr, wohin der Portal, das Portal überhaupt ging. Wahrscheinlich hat man da so ein Hub-Element. Werden wir ja sehen. Ich hätte es auch mal privat weiterspielen können. Da müsste ich jetzt sogar weitermachen müssen. Nein, das da bitte. Danke dafür. Ich setze am besten gleich mal die Kamera ein bisschen hoch. Das ist hier schon wieder. Ne? Sonne kommt gerade raus. Ja gut, 1,5 war jetzt vielleicht ein bisschen sehr stark. Mal gucken, wie es im Game ist. Ja, da müssen wir noch weitermachen, ne? Ah, doch, geht. Okay. Also, the portal to eternal doom zweig cannot be used by the living. By the living? Bei den Lebenden oder was jetzt? Ich bin gleich. Okay. So, das ist jetzt Map 13, genau. Now following the way of the bird. Ich kann es mal ganz kurz ins Deutsch übersetzen. Also hier heißt es fast wie: Das Portal zu Doom Eternal 2 kann nicht von Lebenden betreten oder genutzt werden. Und hier folgen Sie dem Weg zum Vogel. Oh. Wie viele Monster gibt es hier überhaupt? 6 Monster. Auch geht da noch. Speichern wir? Wir speichern mal ganz kurz. Jump hier. Hä? Aber Moment mal, man kann doch in Doom Eternal normalerweise gar nicht springen, oder? Moment mal, kann man in Doom Eternal springen? Wird es ein bisschen laut? Okay, man kann in Doom Eternal springen. Gut. Ich dachte mal, in Doom Eternal kann man nicht springen. Wobei, man kann in Doom Eternal auch mit der Vanilla Engine spielen. Und da kann man auf jeden Fall nicht springen. Das heißt also, die das Spiel wirklich Vanilla spielen, haben mit dem Moment sogar einen Nachteil. LOL. Okay. Ja, dann springen wir einfach mal hier. Okay. Was? Da ist einer. Digga, was ist hier los? Nee, Moment, Moment, was war das denn jetzt hier gerade bitte? Jump hier? Nee, okay, dann gehen wir mal lieber doch erstmal in die andere Tür da rein. Mal gucken, was hier so ist. Now following the way to exploding fist. Wow. Achso, ja. Jetzt folgen Sie den Weg zur explodierenden Faust. Danke. Ist hier auch wieder ein Monster? Was stimmt nicht mit dieser Map? Gibt er noch? Okay, wisst ihr was? Dann entdeckt mich halt. Wenn ihr mich nicht mögt, mag ich das auch nicht. Ich komme halt einfach mal die ganzen Items hier. Thanks. 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 Speichern. Warum kriege ich überall Schaden? Ich dachte, wenn ich jetzt zurückgehe, kriege ich keinen Schaden. Aber wie kriege ich überall Schaden? Kann das sein? Mal gucken. Was ist denn überhaupt? Thank you.
merkt auch nicht, woher die Explosion kommt. Aber wenn ich reingehe, kriege ich auf jeden Fall Schaden. Jetzt habe ich noch 30% übrig. Mal gucken, wo ich am wenigsten Schaden bekomme. Ich habe überall so viel, dass ich nur noch 30% übrig habe. Ist ja nicht gerade sehr viel. Aber komm ich auch hier nicht mehr raus, ne? Hä? Lol. Ist ja auch witzig. Komm, fuck auf. Dann beenden wir halt das Game mit 30% Leben. Ist jetzt ein bisschen... Naja, ich meine... Ich könnte Besseres vorstellen, aber gut. Vor war schon wieder so eine scheiß kurze Map, Alter. Egal. Schauen wir drauf.